Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Heute sprechen wir weiter zum Thema Freizeitgestaltung und besprechen drei Situationen. Erste Situation: Freizeitangebote. Zweite Situation: Freizeitplanen. Dritte Situation: Museumbesuch oder Theaterbesuch. Heute lernen wir neue Wörter und ihre Aussprache kennen, Texte hören, lesen und verstehen. Nach dem Unterricht erfüllt bitte den Kontrolltest. Situation Nummer 1: Freizeitangebote. Mach die Lehrbücher auf Seite 255 auf. Übung 3f. Lest, was die Jugendlichen über Freizeitangebote in ihren Orten erzählen und antwortet auf die Frage. Erste Frage: Welche Freizeitangebote gibt es für Jugendliche in Alexanderstadt? Zweite Frage: Welche Freizeitangebote gibt es für Jugendliche in den Großstädten? Dritte Frage: Welche Freizeitangebote gibt es für Jugendliche in Karolinesdorf? Nach dem Text könnt ihr auch zusätzlich Übung 3G erfüllen. Man muss noch einmal die Aussagen lesen und die Fragen beantworten. Erste Frage: Sind die Jugendlichen mit den Freizeitangeboten in ihren Orten zufrieden oder unzufrieden? Zweite Frage: Können die Jugendlichen diese Freizeitangebote benutzen? Und jetzt die neuen Wörter. Das Freizeitangebot, des Freizeitangebots, die Freizeitangebote. Предложение, как провести свободное время. Die Langeweile, der Langeweile, ohne Plural, скука. Das Museum, des Museums, die Museen, Musee. Das Theater, des Theaters, die Theater. Theater. Das Theaterstück, des Theaterstücks, die Theaterstücke, Pjesa, Postanovka. Das Musical, Musical. Geplante Freizeit, спланированное свободное время. Ungeplante Freizeit, не спланированное свободное время. Und jetzt üben wir die Aussprache. Bitte sprecht mir nach. Das Freizeitangebot. Die Langeweile. Das Museum. Beachtet bitte Plural. Die Museen. Das Theater, das Theaterstück, das Musical, geplante Freizeit, ungeplante Freizeit. Bitte noch einmal. Das Freizeitangebot.
die Langeweile. Das Museum, das Theater, das Theaterstück, das Musical. Geplante Freizeit, ungeplante Freizeit. Situation Nummer 2. Freizeit planen. Schlag bitte die Lehrbücher auf Seite 258 auf. Übung 4a. Es gibt die geplante und die ungeplante Freizeit. Wie versteht ihr das? Welche Freizeit ist das? Überlegt bitte. Jetzt hört bitte den Text und nach dem Text macht bitte Punkt C. Für welche Freizeit seid ihr? Für geplante oder ungeplante? Habt ihr mehr geplante oder ungeplante Freizeit? Zuerst muss man den Text hören und im Großen und Ganzen verstehen. Danach, wenn es Schwierigkeiten gibt, kann man den Text lesen und die Übungen machen. Situation Nummer 3. Museumsbesuch oder Theaterbesuch. Macht bitte die Lehrbücher auf Seite 262 auf. Übung 1d. Hört die Umfrage zum Thema Museumsbesuch oder Theaterbesuch und ordnet die Antworten der Jugendlichen zwei Gruppen zu. Museumsbesuch oder Theaterbesuch. Dann vergleicht eure Antworten mit den Antworten der deutschen Jugendlichen und fasst die Informationen kurz zusammen. Lest die Antworten der deutschen Jugendlichen. Was wird von den deutschen Jugendlichen bevorzugt? Theater oder Museum? Nach dem Text nennt bitte die Gründe, warum die Jugendlichen Theater oder Museen bevorzugen. Dann macht bitte den Kontrolltest. Viel Spaß beim Lernen. Auf Wiedersehen.